Sie ist wieder da, die ganze Hinrunde verpasst durch Verletzungen. Jetzt in der Rückrunde ein paar Kurzeinsätze und am Mittwoch in Wolfsburg zum ersten Mal von Anfang an dabei. Ich freue mich, dass sie hier ist. Hallo und herzlich willkommen, Katharina Baunach. Hallo. Katha, jetzt bist du wieder richtig fit. Wie fühlt sich das an? Ja, ist natürlich ein tolles Gefühl. Ich musste ja jetzt schon in den letzten Jahren zahlreiche Verletzungen hinnehmen und von daher ist es für mich immer ein ganz tolles Gefühl, wenn ich auf den Platz zurückkehren kann. Was war denn in der Hinrunde? Eine Verletzung? Waren es mehrere Verletzungen? Man hat wenig gehört. Ja, ich habe die Vorbereitung habe ich ganz normal mitgemacht und habe mich dann leider im Trainingslager am Sprunggelenk verletzt gehabt, habe mir dort das Außenband gerissen, wobei sich dann noch ein Knochenödem gebildet hat zusätzlich, was die ganze Sache natürlich verlängert hat, mich mindestens ja 6 Monate außer Gefecht gesetzt hat. Jetzt war ich dann soweit wieder fit, bin zurückgekehrt und habe mich dann im Spiel gegen Essen leider an der Rippe verletzt, habe mir dort eine Rippe gebrochen und habe es jetzt aber gut überstanden und konnte jetzt auch gegen Wolfsburg auf dem Platz stehen. Ja, du sprichst es an, Wolfsburg zum ersten Mal wieder in der Startelf, gleich ein Tor geschossen, der verwandelte Elfmeter. Am Ende hat es doch nicht gereicht. Wie empfandst du das Spiel? Ja, es war natürlich schade für uns. Es ist die englische Woche gewesen. Wir haben sehr große Reisestrapazen auch gehabt und ja, es wäre deutlich mehr drin gewesen. Also wir hatten leider auch Pech gehabt, auch vor allem in der zweiten Halbzeit. Der Lattenkracher von Sarah Hagen und zum Schluss noch Ivana Rudelic, wo die Torfrau noch mit den Fingerspitzen rausholt. Also es wäre deutlich mehr drin gewesen. Letztendlich müssen wir es so hinnehmen und konzentrieren uns jetzt natürlich auf das Spiel. Ein Fan auf Twitter hat gefragt, sind die internationalen Plätze denn jetzt noch drinnen? Das war auch gar nicht euer Ziel vor der Saison, oder? Nee, das ist nicht unser Ziel gewesen. Unser Ziel ist, dass wir uns von Spiel zu Spiel konstant entwickeln. Wir möchten natürlich nicht nur gegen die Top-Teams bestehen, sondern auch gerade in diesen Spielen wie Gütersloh oder Sindelfingen, also gegen die vermeintlich schwächeren Gegner. Und das wird auch eine große Herausforderung für uns werden. Also wir werden das Spiel sicherlich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wir wissen, dass es ein harter Kampf werden wird und dementsprechend werden wir uns auch darauf vorbereiten. Das ist genau die Frage, was für ein Spiel erwartet uns da gegen Sindelfingen? Ist das ein reines Kampfspiel? Könnt ihr die technisch auch ein bisschen beherrschen? Was glaubst du? Ich denke, dass es ein kampfbetontes Spiel auf jeden Fall geben wird. Wie wir jetzt gesehen haben, haben sie letzte Woche am Sonntag gegen Bad Neuenahr 3-1 gewonnen, was uns natürlich auch zeigt, Bad Neuenahr ist ein tiefstehender Gegner, spielt auch sehr körperbetont, da sich 3-1 durchzusetzen, ist schon eine starke Leistung. Von daher werden wir sicherlich technische Vorteile haben, die versuchen auszuspielen, aber natürlich wird es ein kampfbetontes Spiel werden, wo wir auch uns dagegen stemmen müssen. Wie macht man das als Spielerin? Man spielt in Wolfsburg beim Tabellenführer, eine der 4 besten Mannschaften in Europa zurzeit. Und dann geht es danach zum Heimspiel gegen einen Abstiegskandidaten. Wie kann man sich da mental drauf einstellen? Ja, natürlich ist es immer schwer zu switchen, aber als professioneller Fußballer muss man das einfach beherrschen. Also man muss in jedes Spiel gleich reingehen, ob vermeintlich schwacher Gegner, ob Tabellenführer, vielleicht Champions League-Sieger. Da muss man sich auf jedes Spiel gleich einstellen. Also da kann man keine Unterschiede machen. Stichwort Champions League. In deinem Steckbrief habe ich gelesen, dass Franck Ribéry und Messi deine Lieblingsspieler sind. Die sind ja nächste Woche beide in München. Bist du dabei? Ja, also ich hoffe, dass wir auf jeden Fall live vor Ort sein werden. Das wird, denke ich, auch der Fall sein. Und ich bin natürlich jetzt schon gespannt darauf, wie das Treffen verlaufen wird. Also ich hoffe natürlich, es geht positiv für uns aus. In der Hinsicht bin ich natürlich etwas mehr für Franck Ribéry. Aber es sind einfach zwei grandiose Fußballer, mit einer überragenden Technik, mit einem Spielverständnis. Von daher können wir uns, glaube ich, echt freuen, da ein gigantisches Spiel anschauen zu können. Wir freuen uns erstmal auf das gigantische Spiel am Sonntag von euch. Toi, 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 dir und der Mannschaft, bleibt verletzungsfrei. Und ihr seid alle dabei am Sonntag 14 Uhr im Sportpark Aschheim, FC Bayern gegen Sindelfingen.